Oh, Sophie. Meine Herren, wird ja mal schlimmer hier. Okay, man kann sich jetzt ausruhen, super. Puh, gerade so den Kontrollpunkt geschafft. Das Dunkel bewegte sich dort vorn in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Die Nachtschicht kann Krieg verursachen. Wow! Meine Fresse. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Ah. Ja, Geisterstadt trifft es richtig. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben, damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Ach, das ist super. Solange nicht wieder ein blöder Bulldozer kommt, bin ich schon happy. Okay. Wesen musste ich nicht ganz hinten wieder anfangen. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Die Seite kennen wir jetzt schon. Diesmal hüpfe ich. Tod durch Herd wird nicht wiederkommen. Meine Güte.
Wenn man selbst Küchengerät nicht mehr trauen kann, wem dann? Oh yes. Wow. Au. Wo ist der andere? Sind aber auch sehr widerspenstig hier. Ach, hier ist was. Schlüssel. Okay, wofür? Hier sind wir garantiert falsch. Ah, ist was? Safe Haven. Gut, ich glaube euch das mal. So, Affe tot. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen, von Götterreich, Träumen, Dämonen, von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Na toll. Ich denke mal, die Pumpgun behalten wir. Auch wenn ich jetzt wie ein kleines Kind klinge, sind wir bald da. Ich meine, das kommt mir jetzt bisher als das längste Kapitel überhaupt vor. Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Was kann ich denn dafür, dass der den Treffpunkt plötzlich verlagert hier? Thank you.
Vögel. Ach Mann, ey. Wirklich auf. Was hat der denn auf einmal gemacht hier? Das ist echt mal. Dann ist Viecher. Ich hasse diese Krähen. Boah, von unten auf. Wow. Die Silbermine verlassen, na, meinetwegen. Herr im Himmel hier. Let's go to Goldwyn Lake. Na super. Na, das riecht doch schon wieder nach Falle. Na gut, ich beiß an. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Aha. Ja, die ist klar. Und ja, warum auch nicht? Ui, der sieht besonders muskulös aus. Weg mit dir! Thermoskanne schon wieder? Okay. Nach der Markierung müssen wir anscheinend hier lang. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Mhm. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Na dann, hoffen wir auch mal.
Gut, und jetzt können wir jetzt erstmal rüber. Sicher aus, aber ich versuch's.